Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit Harald Schmidt. Time im Ersten Deutschen Fernsehen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, danke. Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir müssen ständig neue Dinge lernen, oder? Haben Sie bisher den Begriff Aufstallungsgebot gekannt? Sehen Sie, da ging es Ihnen wie mir. Als ich das heute in den Tagesthemen zum ersten Mal gehört habe, Aufstallungsgebot, dachte ich mir, was ist das denn? Promi-Hochzeit in Gummistiefeln? Nein, in Nordrhein-Westfalen, in Meckpomm und in Niedersachsen müssen die Hühner weggesperrt werden. So ist es. Vogelgrippe, vorsorglich. Frau Künast, bis zum Wochenende noch, also unsere Bundes... hat gesagt, das ist überflüssig, aber die Hühner sind im Stall. Die ARD hat vorsorglich auch den Musikantenstadel abgesagt, fürs Wochenende. Aufstallungsgebot. Was gibt es Neues? Udo Jürgens ist die Frau weggelaufen. Ja. Ja, sie sind, die haben wieder Chancen. Ja. Und man überrascht, weil ich meine, er lebt in Zürich, sie lebt in Düsseldorf, sie haben sie kaum gesehen. Das klingt nach stabiler Beziehung. Und jetzt soll sie zusammen sein mit Ronald Barnabas Schill. Kennt ihr noch alle? Ja, das war so eine Art Donald Rumsfeld für Arme. In Hamburg ist jetzt nicht mehr nichts. Und Udo hat gesagt, das ist schlimm für ihn, wenn es so wäre. Er hat wörtlich gesagt in Bunte, wenn es wenigstens Joschka Fischer wäre. Hol mal ein Bier. Das ist natürlich nicht so. Obwohl, ich werde mal darauf achten, ob Joschka vielleicht am Sonntag im weißen Bademantel den Wahlausgang kommentiert. Mit Salbei-Tee in der Hand. Ja? Sind Sie entschieden? Haben Sie schon entschieden, was Sie wählen? 30% der Deutschen sind noch unentschieden. Ich glaube, das sind die 30%, die SPD wählen. Und wenn man mal überlegt, was wir in den letzten Tagen alles gelesen haben, woran es ankommt. Ja? Unentschiedene, Türken in Deutschland und die Frustrierten aus dem Osten. Ich muss sagen, ich freue mich auf den nächsten Bundestag. Es sollen ja auch gleich wieder Neuwahlen kommen. Wenn das Ergebnis nicht so ist, dass alle sagen, ja, da können wir die nächsten Jahre damit leben, dann sollen gleich wieder Neuwahlen kommen. Entschuldigung. Heute Nachmittag um 16 Uhr war es soweit. Letzte Verabschiedung von Jürgen Fliege. Nein, es geht ihm gut, seine letzte Sendung war zu Ende. Viele seiner Fans waren so erschüttert, die Zivis mussten eine extra Runde kuscheln. Ich habe mir ehrlich gedacht, Reiber weg, Fliege weg, Moik bald weg. Was mich betrifft, die Einschläge kommen näher. Meine Damen und Herren, Resilika und die Stadelband. Dieser Gesichtsausdruck ist neu bei mir. Das ist mein neuer biometrischer Passgesichtsausdruck. Stell dir vor. Du hast ja einen neuen Pass. Nein, ich wollte mir einen neuen Pass holen. Ich wollte meinen alten Pass verlängern lassen. Der war nach 10 Jahren abgelaufen. Mhm. Ich wollte ihn verlängern lassen, weil ich wollte ihn noch verkaufen vor der Wahl. Ja? Ich dachte mir, irgendeiner wählt vielleicht noch gerne. Ja? Da heißt es, nein, Herr Beckmann, Herr Schmidt, Pässe werden nicht mehr verlängert, die werden jetzt neu gemacht. Und folgendes Problem, wenn ich jetzt einen neuen machen lasse, ja, ist es noch kein biometrischer Pass, kostet, glaube ich, 29 Euro. Ja. Ab 1. November ist es ein biometrischer Pass, total fälschungs- und terror- und überhaupt sicher, kostet 59 Euro. Oh Gott. Ja, aber jetzt bin ich natürlich in der Zwickmühle, weil einerseits bin ich ein total kritischer Bürger, der sagt, ich möchte nicht, dass hier alle Daten von mir gespeichert sind. Das ist ja alles gespeichert. Auf der anderen Seite sage ich, wenn ich jetzt den Pass machen lasse, wird es billiger. Ja. Aber wenn ich den neuen Pass machen lasse, wenn die Amerikaner vielleicht beschließen, dass man überhaupt nur noch biometrisch in ihr schönes Land kommt, dann brauche ich schon wieder bald einen neuen Pass. Und nun? Ja, und jetzt habe ich gesehen, www.bundesdruckerei.de kann man sich Fotos angucken, wie das Foto auszusehen hat. Ach. Das ist nicht mehr wie früher so. Oder dieses Verträumte so. Ausschluss in die Kamera, Augen sichtbar. So geht auch nicht mehr, Brille halt oder was, ja. Unruhiger Hintergrund, ist nichts, wenn sie direkt an der Grenze zurückgeschickt. Das neue biometrische Foto schaut, Augen gut sichtbar, direkt in die Kamera. So, ein bisschen näher, so, so. Ich könnte mich eigentlich in der nächsten Woche hier fotografieren lassen in der Show. Da habe ich gleich das Bild, weißt du? Ja, so.
Und wenn es heißt, damit kommst du nicht über Grenzen, damit bin ich in Millionen Wohnzimmer gekommen. Ja. Da darf ich doch wohl in ein mieses kleines Pleiteland damit einreisen. Die CDU hat heute keine neue Meldung rausgegeben, bis auf eine, sie haben ein neues Plakat, und zwar heute ist der 15. September. Am 15. September 1957 hat die CDU die absolute Mehrheit geholt mit 50,2% der Stimmen. Deswegen hat mich entschlossen, ab morgen 40 Millionen Plakate in Deutschland zu kleben. Es war nicht alles schlecht damals. Nein, natürlich. Ja, 50,2%. Und viele sagen, egal wie es ausgeht am Sonntag, Sie wissen, am Sonntag ist Bundestagswahl mal wieder, Angela Merkel wird vermutlich die neue Bundeskanzlerin. Uns ist es gelungen, mithilfe komplizierteste biometrischer Technik die Regierungserklärung von Frau Merkel bereits aufzunehmen. Und zwar, sie lässt sich ja sehr gerne, wie man sagt, inspirieren. Ja, Sie wissen, beim Duell mit Gerhard Schröder hat sie am Schluss sich inspirieren lassen von den Schlussworten von Ronald Reagan vor ungefähr 20 Jahren. Und sie hat sich auch bei ihrer Regierungserklärung von sehr, sehr, sehr vielen großen und bekannten Zitaten inspirieren lassen. Ihr Völker der Welt, ich habe einen Traum. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Doch durch Deutschland muss ein Ruck gehen, damit wir schon bald wieder in blühenden Landschaften leben und arbeiten. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die ganze Menschheit. Für meine Politik gilt heute wie morgen, der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Hasta la vista, baby. Ich bin ein Berliner. Alles wird gut. Und falls Sie zu Hause sagen, Moment, was habe ich denn da gesehen? Frau Merkel gibt die Regierungserklärung als Bundeskanzlerin und auf der Regierungsbank sitzen nach wie vor Schröder und Fischer. Das wird auch in Zukunft so sein. Das ist nicht die Regierungsbank, das sind VIP-Lounges. Ja, da haben die beiden sich eingekauft. Das ist neu im Bundestag. Du kannst. Ja, wieso sitzen die nicht in der Regierung? Doch, aber Sie haben zusätzlich VIP-Lounges. Ja. Ja, das heißt, Sie können mit dem Auto in den Bundestag reinfahren, fahren dann mit einem Lift hoch. Die Familie wird betreut so lange unten. Hey, geil. Ja, so ein Kinderparadies. Und es gibt zu essen und Sie können auch befreundete Firmen mitnehmen. Wow. Ja, und je nachdem, wer gerade regiert, leuchtet der Bundestag in Zukunft gelb, schwarz, rot oder grün. Wahnsinn. Wirklich, ja. Heißt, glaube ich, auch Siemens Arena. Meine Damen und Herren, auch heute habe ich wieder einen Gast, der danach lächzt, bei uns zu Gast zu sein. Ich freue mich, dass er noch geschafft hat, denn er stand im Stau wie so viele von uns heute. Herzlich willkommen, Ralf Kaspers! Wo standst du denn im Stau? Zwischen Bonn und Köln. Aha, wohnst du in Bonn? Nee, ich wohne in Köln. Aber ich hatte noch ein paar Besorgungen zu machen in Bonn und ich dachte, es würde von der Zeit viel besser passen, aber irgendwie, ja. Benzin scheint noch nicht teuer genug zu sein. Ja, was wäre für dich ein angemessener Benzinpreis? Ach, das weiß ich gar nicht, aber was ich gut fände, wäre, wenn die Innenstadt gesperrt würde hier in Köln, so Stadtmaut oder sowas, das fände ich ganz angenehm. Da merkt man natürlich schon auch deine Arbeit für die Sendung mit der Maus, ja? Ja. Hey Leute, Fatih will in die Stadt fahren. Nanu, da kommt ein Schnauzbart und kassiert ihn ab. Oder? Sowas. Ja, läuft das schon. Ich habe auch bei der Maus so einen kleinen Trailer gemacht, wo ich den Maulwurf was fragen durfte. Richtig. Und zwar, wir haben ja diese Frag-doch-mal-Aktion. Ja. Irgendwie 70.000 Kinder fragen. Und deine Frage war, du wolltest wissen, ob ein Maulwurf mehr Dioptrien hat als du. Genau. Wir wussten nicht, wie viel Dioptrien du hast. Minus 5,7. Ach, da sind wir fast in einer Liga. Ja. Hast du auch so Verkrümmung und so und Ablösung? Ja, eine Ablösung nicht, aber ich hatte früher mal, das war ganz fies, ich habe früher harte Kontaktlinsen auch getragen. Ja. Und ich habe Hornhaut, die ist relativ weich. Das heißt, die Kontaktlinsen haben kleine Luftbläschen in die Hornhaut reingedrückt und dann haben die so geschärbt und dann hatte ich richtige Hornhautabreibungen und es tat völlig weh. Und dann durfte ich keine Kontaktlinsen mehr tragen und das war dann okay.
Aber gut. Aber jetzt trägst du diese Brille. Jetzt und trage die Brille. Das wäre aber doch direkt mal so ein Mausfilm. Da schabt die Linse an der Hornhaut. Ja. Oder wie fühlt sich das eigentlich an, schmerzende Augen? Das klingt ja wie eine neue deutsche Band oder sowas. Schmerzende, ja? Augen? Da tun die Augen weh, das hinten sich, im Auge? Es ist ein ganz heller Schmerz. Es ist so, als ob jemand mit kleinen Stechnadeln ins Auge reinpieksen würde. Und es ist unangenehm, sehr unangenehm. Das kann man so gar nicht nacherzählen. Es tut weh. Es tut sehr weh. Sehr weh. Ich weiß es, mir ist es nämlich mal passiert. Was? Ja, natürlich. Was ganz anderes. Nee, du hast doch gerade erzählt. Hast du einen Stift? Klar, wie einen Stift. Auch was Kleineres oder was Dünneres, was so ins Auge geht. Vielen Dank. Manchmal juckt es ja im Auge. Ja. Und das war auch der Zeit, als ich diese Sache mit der Hornhaut hatte. Ich habe meistens manchmal mit dem Stift einfach so ein bisschen. Also praktisch, wenn es richtig, richtig doll war, dann. Und jetzt müssen wir auch. Die Sauerei, tut mir leid. Nein, Entschuldigung, bitte. Da kommen noch weitere Gäste. Ja, so. Liebe Kinder, das war ein Trick. Ja. Ja? Bitte nicht nachmachen. Das sollte man für dich. Hat nämlich in der Garderobe diese kleinen, wie nennt man das? Portionspäckchen. Ja, Milchdöschen. Kaffeesahne. Ja, Kaffeesahne-Döschen. Kann man tolle Sachen mitmachen. Eben. Aber das, ich bin so erschrocken, weil ich habe nicht gesehen, wie du das rangebogelt hast ans Auge. Ach komm. Ja, ne, wirklich. So, ne, der Stift sieht ein bisschen der eklig Stift, aus. Komm, ich mach den mal eben. Aber das passt gut, denn es geht jetzt um geheimnisvolle Vorgänge in einer dunklen Kabine. Sie wissen, am Sonntag ist Wahl. Und es ist wirklich so, viele Bundesbürger wissen immer noch nicht genau, wie diese Wahl funktioniert, ja, und was sie überhaupt wählen sollen und was sie damit vor allem bewirken. Und deswegen ist es unsere staatsbürgerliche Pflicht, jetzt unsere große Wahlschule anzubieten. Zetteln, sagt man da? Bieten. Bieten? Ja. Ja. Im Sinn von abrufen. Haralds große Wahlschule. Hast du schon gewählt? Ja, ich habe schon gewählt. Briefwahl. Oder warst du in so einem Amt, wo man da hingeht? Nein. Nee, ich habe Briefwahl gemacht. Briefwahl gemacht. Ja. Was hast du gewählt nochmal? Grün. Hey! Hey. Ja. Wo war der Witz? Man darf das, glaube ich, nicht bei uns im Öffentlich-Rechtlichen sagen, was man gewählt hat, damit jetzt nicht 40 Millionen Deutsche Grün wählen und Renate Künast Bundeskanzlerin wird. Kann ja passieren nach so einem Wahlaufruf. Weißt du, wie das ganz ist? Er hat gesagt, dass er hat ja nicht dazu aufgerufen. Er hat ja nur gesagt, was er gewählt hat. Ja, aber wieso? Da heißt es, da ist ein netter, junger, sympathisch, intelligenter Mann, der kann der sich mit Hilfe von Büchsenberg das Auge rausstechen. Sowas brauchen wir mehr. Ich wähle auch Grün. Naja. Wenn Sie hier im Köln-Mühlheim ist der Wahlkreis 449 in die Kabine gehen, dann gehen Sie rein, ja, werfen 2 Euro ein und denken, wieso zieht die Frau sich nicht langsam aus? Dann erstmal raus und reklamieren. Das ist ein Wahlzettel, ein Stimmzettel. Hier sehen Sie Kandidaten, das ist in Köln-Mühlheim, Angela Eichel von der SDU, Gregor Merkel von der christlichen Linken. Das sind Altkommunisten, die sich jetzt unter dem christlichen Label zusammengerottet haben. Edmund Fischer, der f-malig geschiedene, schwergewichtige Liberale, Grüne, die Wutpartei von Joschka Westerwelle, möchte die Kinderehe einführen. Ja, mit Kindern jetzt, oder untereinander? Was bitte? Mit Kindern oder untereinander? Kinder dürfen heiraten, so, um schon rechtzeitig für die Rente einzahlen zu können. Ah, ja, ja. Ich habe mich jetzt nur oberflächlich mit dem Wahlprogramm beschäftigt, aber das ist im Wesentlichen. Und das Bündnis Rest mit Oskar Künast. Wenn Sie jetzt sagen, also mein Gefühl sagt mir, ich wähle Gregor Merkel, ja, vom LSD, weil Gregor Merkel, das ist sozusagen mein persönlicher Stadtteilkandidat. Mhm. Der sorgt dafür, dass die neue Bundesstraße nicht durch meine Wohnküche gebaut wird. Dann machen Sie bitte hier ein Kreuz. Und zwar genau 1. Dann ist Gregor Merkel so gut wie im Bundestag.
Ihre entscheidende Stimme ist die? Zweitstimme. Denn die Zweitstimme entscheidet über die Anzahl der Sitze, die die Partei im Deutschen Bundestag haben wird. So ist es. Dort sehen Sie die Kandidaten von Ihrer Landesliste. Heidemarie Ströbele, Franz Josef Pofalla und Ulla Merz. Ronald Brüderl, Retzo Ramsauer und Ludger Kauder vom CLD. Die liberalen Grünen mit Edelgard von Klee.